So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Qualifikationsrating zum Großen Preis von Frankreich. 18 Minuten stehen an, 18 vor allen Dingen nasse Minuten stehen jetzt an. Naja, mal schauen, wie es läuft, wie es wird. So, es regnet, es regnet, es regnet. So, wie immer, auch 5-7, weil gerade bei dem bisschen Leichtregen. So, wieder die Fahrhilfen umstellen, dann muss ich wieder auf voll gehen. Gerade weil es regnet. So, wir gehen jetzt auch auf die Strecke. So, dann gehen wir mal auf die Strecke hier. Ich fahre jetzt bewusst mal auf Mager, damit wir ein bisschen Sprit sparen. Ja, können wir schon die 4. Pole diese Saison holen? Das ist halt die große Frage. Wir haben ja in den Niederlanden, in Baku haben wir es ja vergeigt, sind wir ja nur Dritter geworden jeweils. Und im letzten Rennen in Kanada haben wir es ja dann gerockt. Da sind wir dann ja, haben wir das Ding ja dann gewonnen. Nur die Frage ist, wie sieht das hier dieses Wochenende aus? Das Training ist wunderbar gelaufen gestern. Da haben wir es 3x1 geschafft. Nur die Frage ist halt, schaffen wir es dann heute auch wieder? Fährt es quasi noch die Pole und der Rennsieg und die schönste Runde, dann haben wir sogar perfektes Rennwochenende rausgeholt. Haben wir letzte Woche in Brasilien haben wir das geschafft. Da haben wir das komplette Rennwochenende dominiert. So, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Nee, das ist, halt, ist jetzt die große Frage. So, jetzt geben wir ein bisschen Gas. So, dann gehen wir auf unsere gezeitete Runde. Die jetzt anläuft. So, aktuelle Bestzeit haben wir. Aber das ist die große Frage. Schaffen wir es erneut? Ja, was rauszuholen? Erneut im Podium. Die zweite wär's dann hintereinander. Nein, die dritte sogar. Über Baku haben wir ja nach Hause gefahren. Haben wir ja eine Pole geholt. Hier haben wir, in Kanada letzte Woche. Und jetzt hier schon wieder. Aber mal gucken, wie gesagt. Schaffen wir die dritte Pole in Folge. Schaffen wir den Hattrick. So, Bestzeit erstmal. Die erste Bestzeit von George Russell 45,6. Gekottert von den 12,45,1. Halbe Sekunde vor dem Mars-Piloten.
von Lance Stroll im Racing Point. Und wir konnten also 44,8. Neue Bestzeit. Aber da kommt er Bestzeit. Kommt dann noch ein Max Verstappen hinter uns, der die Zeit packen kann. Ja, auf einmal. Auf einmal. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Die Frage ist, kriegen wir die Runde nach Hause gefahren? 0,4 plus. Ja, ich glaube, das glaube nicht. Weil die Westside halt Sektor 1 war da auf einmal. Nee, nee, das wird nichts werden. Schade. Ich denke, wir hätten sogar eine bessere. Wir hätten sogar nochmal eine Bestzeit holen können. Ja, beide werden wohl auf einmal vor uns. Scheiße. Fahrer vor mir. Albon ahead. Their best lap time is a 1 minute 44.2. Ja, ja, hinter uns der Spitzenreiter, Max Verstappen. Also, da müssen wir uns noch mal ein bisschen... Oh Gott, jetzt auf einmal davor noch. Ach, den hätte ich jetzt... Na, leck mich doch. Den Ocon hatte ich so schön weit weg, die Renault. Aber wie gesagt, die sind auf einmal da, wenn sie ankommt. Ach, Scheiße. Okay, some quick lap times are now being posted. It's getting faster out there. Wir sind aber eine halbe Sekunde hinter der Spitze. Wir haben noch gut 10 Minuten. Ich komme sofort wieder. Ich hole mir noch was zu trinken. We're now down to our last set of fresh intermediates. Our best lap so far is a 1:44.8. We're 15th in the speed trap, 323.4 kilometers per hour.
If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. So, versuchen es halt irgendwie. Wir müssen ein bisschen was. Der Abstand war schön. So, ich habe was zu trinken. Jetzt da. Jetzt versuche ich TK Mittel noch mal einen Satz. Noch was zu retten irgendwie. Wir sind nämlich jetzt weit zurückgefallen. Was natürlich alles andere als gut ist. Ich probiere jetzt nochmal einen Satz. Angefahrene Intas. Everyone clear. Car to track. Ansonsten. Dazu müssen wir noch mal, was probieren. Ich habe noch einen Satz in der Hinterhand. 7,7 Minuten haben wir noch etwa. Ansonsten muss ich noch mal was probieren. Bei Platz 10 nach dem Trainings, nach den Zwischenergebnissen im Training. Ist quasi für mich so ein bisschen wie eine Ohrfeige. So, gerade geht der Pole-Hattrick in weite Entfernung. Das sind 1,2 Sekunden. We've only got 2 laps of fuel left. So, let's go.
Rain's easing off a bit, but the track is still going to be wet for a while. Nee, momentan eher nicht. Also, wir müssen nochmal rein. Ich muss dringend nochmal die Box zurück. Ich weiß, dass das jetzt gerade ein bisschen blöd ist, aber ich muss halt irgendwie nochmal was versuchen. Nein, wir können hier nochmal raus. Och, leg mich doch am Arsch. Dann sind wir 10. Echt, oh Gott. Da versaut er uns echt. Setting screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. Dann war's das. Navigate up and down to the setting you want to change. Ja, dann war's das, definitiv. Dann nimmt er uns tatsächlich die Chance auf das. Mann. Dann nimmt er sich die Chance weg auf eine neue schnelle Runde. Our best lap so far is a 1 minute 44.6. Letzte Minute läuft und wir können nichts mehr machen. Ach, scheiße, ey. Mann. Es lief alles so gut. Es lief so gut. Genau die Sekunde hinter der Spitze. Scheiße, ey. Scheiße. Das hätte super laufen können. Vor allem, weil die ganze Konkurrenz davor steht. Und dann müssen wir mal am Ende was rauskommt. Ja, der Pole-Hattrick ist weg. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Verstappen und Charles Leclerc. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, 1,4 Sekunden haben sie sich nochmal nach vorne geschoben. Ocon steht auf 7, Ricciardo steht auf 6, die Konkurrenz steht komplett weit vorne drin mit 2 Autos. Also wir müssen echt... Puh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Scheiße, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gerne mal eine Zeit gesetzt. Und dann sagte er mir, nö, ist nicht du, kriegst nicht noch. Ich bin da nochmal drüber gekommen. Es wäre knapp geworden, aber ich wäre wahrscheinlich nochmal rübergekommen, gerade so. Ja, saß drum. Das Spiel hatte seine eigene Entscheidung. 2 Minuten vom Ende und dann sagte er, nö, du hast keine Zeit mehr, du kommst nicht mehr raus. Gut, bis der uns rausgelassen hätte und bevor wir dann auf die Strecke gewesen wären, wäre die Zeit wahrscheinlich durch gewesen. Hätte was wahrscheinlich gerade so nicht geschafft. Ärgerlich, aber nicht ändern. 14. Platz nur hier in Frankreich. Nach einem Training, das sowas von perfekt lief. Müssen wir jetzt hoffen, dass wir hier ein paar Punkte mitgenommen bekommen. Aber das schaffen. Sehen wir uns dann morgen an.